So, moin Leute, willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man die elektrischen Ledersitze im Golf 8 bedient, die ganz allgemein gesagt auch sehr, sehr optisch sehr, sehr gut gelungen sind, davon mal abgesehen. Aber ja, es gibt hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und wer also nicht in der Anleitung irgendwie suchen möchte, der ist hier ganz genau richtig. Und wir beginnen mit einem kleinen Sidefact. Der befindet sich auf der Beifahrerseite. Und das ist doch hier eine ziemliche Frechheit eigentlich, oder? Für den Preis, die Sitze kosten 3000 Euro Aufpreis und tatsächlich ist nur der Fahrersitz elektrisch verstellbar. Der Beifahrersitz ganz normal analog zu bedienen. Naja gut, weiter geht's. Auf der Fahrerseite haben wir drei Möglichkeiten, hier die Sachen, den Sitz einzustellen. Und es geht los mit Sitz vor und zurück. Das ist die Taste hier. Die schiebt man also sozusagen in Fahrtrichtung oder entgegen der Fahrtrichtung und der Sitz bewegt sich entsprechend vor und zurück. Dann haben wir hier vorne die Möglichkeit, nach oben, nach unten zu drücken, womit der Winkel der Sitze verstellt wird. Ja, nach oben, nach unten. Und wenn man den ganzen Sitz bewegen möchte, ohne den Winkel zu verstellen, dann hat man sozusagen an der Sitzfläche hier die hintere, ja, an der hinteren Seite drückt man dann nach oben und dann fährt der ganze Sitz im eingestellten Winkel nach oben oder nach unten. Lehne, oh, selbsterklärend. Vor und zurück. Und dann ist hier noch die Einstellungsmöglichkeit für die Rückenunterstützung, für die Lordosenstütze in Fahrtrichtung, quasi horizontal in Fahrtrichtung. Wenn man darauf drückt, dann pustet sich das Polster auf. Das sieht man richtig schlecht. Ich lasse es mal komplett raus. Die Luft, das ist ein Luftpolster, was ich dann auftut tatsächlich. Ich puste jetzt mal komplett auf. Ah, ich glaube, man sieht es ganz, ganz schlecht. Aber das ist auf jeden Fall sozusagen, wie viel Luft in diesen Waben hier drin sein soll, wie dick sich das anfühlen soll. Natürlich ist es so, je weiter dieses Polster hier rauskommt, desto mehr werdet ihr hier gegen die Wangeninnenseiten gedrückt. Das ist sozusagen die horizontale Verstellung hier. Und die beiden Knöpfe oben und unten, die sind dazu da, diese Rückenunterstützung, diese Lordosenstütze ein bisschen zu verschieben. Das sieht man auf dem Video wahrscheinlich gar nicht. Und ehrlicherweise finde ich den Effekt auch relativ gering. Gefühlt kann man diese Wölbung von ungefähr hier bis nach hier hochfahren und genauso umgekehrt. Und das macht man mit diesen beiden Knöpfen hier. Wie gesagt, ich selber habe die Wölbung jetzt nicht so krass festgestellt, ehrlicherweise. Wenn man dann also eine entsprechende Sitzposition hat, mit der man sich angefreundet hat, dann kann man das hier über die Memory-Funktion noch abspeichern und dazu drückt er einmal auf Set. Zündung ist natürlich an. Und auf die Taste und dann hat man schon gehört, so ein kleiner Warnton oder so ein kleiner Hinweiston erscheint dann. Und jetzt ist die Position 3 sozusagen genau in dieser Einstellung gespeichert. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu meiner ursprünglichen Position, ich habe die 1 natürlich gedrückt halten, dann fährt sich der Sitz in die entsprechende Position. Machen wir nochmal zurück hier, gedrückt halten. Ja, und dann können dann hier also bis zu 3 Fahrer ihr Profil hinterlegt haben. Okay, und jetzt gibt es noch eine kleine Feinheit. Und zwar ist das folgende. Ich habe jetzt mal simuliert, als ob ich sehr, sehr, oder sagen wir mal, noch kürzere Beine hätte als ohnehin schon. Und dann ist natürlich der Ausstieg ein bisschen unbequem. Ja? Ich habe den Sitz mal jetzt ganz nach vorne gemacht, fast so weit vorne, wie es geht. Und das ist natürlich zum Aussteigen relativ unbequem. Und dafür gibt es bei diesen Memory-Sitzen eine Funktion. Und die findet man im Fahrzeug. Hier unter Innen. Und dann Sitze und das ist der Komforteinstieg, Fahrersitz, hier aktivieren und dann müsste sich der Fahrersitz bei ausgeschalteter Zündung dann zurückfahren, sodass man leichter aussteigen kann. Okay, das Ganze versuchen wir jetzt mal irgendwie hier hinzubekommen, wahrscheinlich mit ausgeschalteter Zündung. Ja, und dann fährt der Fahrersitz ein Stückchen zurück, sodass man besser aussteigen kann. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal.